Hallo Mädels, Runde 2 von Frizz East John Frieda von dem Testpaket. Ich habe jetzt eine knappe Woche lang getestet, sowohl das Shampoo wie den Conditioner als auch das Haarspray. Und ich weiß nicht, ob ihr es seht. Ich guck mal, ob man sieht. Ich finde, die Haare sind wesentlich weicher geworden. Also das Wort Seidenglanz trägt das Shampoo bzw. auch der Conditioner zurecht. Das Haarspray ist richtig schön kräftig, also da braucht man wirklich nicht sehr viel. Und wenn ihr jetzt mal schaut, ich kann durchfahren, die Haare bleiben in Form, obwohl Haarspray drin ist, obwohl Conditioner drin ist. Und was ich noch gemacht habe, ich habe keinen Schaumfestiger verwendet. Ich habe wirklich nur die 3 Produkte verwendet. Also einmal hier das Shampoo, hier, ich zeige es euch mal. Und danach den Conditioner, wobei ich habe hier, ich zeige es euch. Ich habe etwas anders gemacht, wie es draufsteht. Sprich, sie sagen gleich nach dem Waschen ins nasse Haar. Ich habe kurz die Haare ein bisschen anfrottiert, weil ich es besser fand, wenn die Haare nicht so klatschnass sind. Und ich habe wirklich maximal halbe walnussgroße Stärke von diesem Conditioner gebraucht, in die Hände verteilt, eingearbeitet, wirklich eine Minute lang eingearbeitet. War mein Tipp von einem Friseur von mir, damit man weniger vom Produkt braucht, aber die gleiche Wirkung erzielt, sodass jedes Haar praktisch etwas abbekommt von dem Conditioner und gleich ausgespült. Und schon beim Ausspülen fand ich rein von mir, vom Gefühl her, dass es wirklich so ist, dass die Haare griffiger werden. Also sie werden sehr, sehr weich, sie werden unheimlich angenehm und fühlen sich einfach, also wirklich traumhaft, wie vom Weichspüler wirklich an. Also es ist wirklich super, super schön. Im ersten Moment war ich etwas erschrocken, weil die wirklich wahnsinnig weich geworden sind. Und danach habe ich sie ganz normal wie immer behandelt, ohne, wie gesagt, Schaumfestiger, ohne alles. Und ihr seht, sie stehen, sie bleiben, sie haben Fülle drin. Ich habe kein Problem damit, irgendwas zu machen. Und selbst das Haarspray, wie ihr seht, ich kann durchwurschteln, es verklebt nichts. Und sie bleiben in Form. Haarspray sieht wie folgendermaßen aus, das heißt Regenschirm, finde ich cool. Wobei, bei Regen habe ich es nicht verwendet, nicht ausgetestet. Aber ich finde es eine super Geschichte. Ich werde nächste Woche noch die Packung probieren. Da ist noch eine Kur dabei gewesen, eine Maske, die werde ich nächste Woche noch testen und halt euch auch da auf dem Laufenden. Aber ich finde, sie haben einen schönen Glanz bekommen. Sie sehen griffig aus, wie gesagt, und ich finde, sie bleiben gut in Form. Und ich spare mir sogar noch den Schaumfestiger. Vielleicht ist es ja auch was für euch zum Testen und wie gesagt, es ist sehr, sehr sparsam von der Anwendung her, gerade der Conditioner sehr, sehr zu empfehlen. Also ich werde, glaube ich, dabei bleiben, gerade weil du wirklich weniger als eine Walnuss groß brauchst, um mit dem Produkt zu arbeiten und ein tolles Ergebnis zu erzielen. Finde ich eine gute Geschichte und ja, bis zum nächsten Mal. Eure Silke. Und wenn ihr wollt, drückt den Like-Button. Ciao.